Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Klaus rasiert sich. So, als allererstes weichen wir mal den Pinsel ein. Das ist heute ein Plisson Pur Bleico oder so in der Richtung. Also ist ein Dachshaar. Den habe ich schon vor der Dusche mal reingepackt. Des Weiteren ist heute Crabtree and Evelyn Indian Sandalwood Seife dran. Das ist das berühmte Ding aus dem TK Maxx. Also, wer einen Laden in der Nähe hat, kann ich mal empfehlen, reingehen. Die Seife gibt es da aktuell für 14 Euro, kostet roundabout 29 Euro UVP normal im Handel. Schönes Ding, für das Geld gibt es noch nicht mal den Refill. So, die habe ich jetzt schon einmal hinter mir. Gut, das war's zu der Seife. Der Karton sieht so aus, die gibt es auch noch in Lemon. Da ist der Karton gelb umrandet und mit einem gelben Emblem. So, den Karton mal beiseite, genauso wie den Deckelchen von der Holzdose. So, der kleine Hauptdarsteller heute wird ein Eversharp Hydro Magic in Gold. Ich habe endlich Klingen dafür. Ich habe mich durch einen dummen Zufall damit schon mal rasieren können. So, hier ist das gute Stück. Und den wollen wir jetzt befüllen. Jetzt habe ich dafür Klingen gesucht und bin dann bei einem Kleinanzeigenhändler fündig geworden. Habe dann zwei Zehner-Pakete bekommen. Für, naja, nicht gerade einen kleinen Taler, 9 Euro, aber naja, ist ja nicht mehr ganz so oft zu kriegen. So, befüllen ist eigentlich ganz einfach. Wir haben hier dieses, ups. Das ist ein verbogenes Teil da hinten. Das kann man hier an der Seite in den Rasierer reinschieben. Noch zu sagen bei dem Eversharp, dieser Hebel sollte unten sein, nicht oben. So, dann ziehen wir das jetzt hier wie bei einem Gewehr nach hinten. Und ich löse es doch mal kurz, damit wir den Ansatz der Klinge reinkriegen. So, hier ist nämlich keine drin. So, und schieben das raus. So, das war es im Endeffekt schon. Also ich habe es jetzt gerade nur geöffnet, weil da keine Klinge drin war. Wenn da jetzt nämlich so wie jetzt eine Klinge drin ist, reicht es wirklich anzusetzen und die eine Klinge mit der nächsten rauszuschieben. Die fällt dann hinten raus. Bisschen Vorsicht geboten. Vielleicht über einen Tisch machen. So, ich würde sagen, die sitzt vernünftig und gerade drin. Die können wir so verwerten. So, neue Magazin und das andere Magazin nach hinten, das Döschen nach hinten. So, Aftershave gibt es heute. Prinz vom Aldi Süd. Das ist jetzt der Aftershave Balm, der riecht ganz lecker. Ist mal was anderes wie von Nivea oder den alten, den ich von DM habe. Riecht gut, wie gesagt, kommt gleich dran. So, der Lügendetektor für kurz vorm Schluss. Dann gehen wir dann einmal durchs Gesicht und dann werden wir merken, wo es brennt. Dann merken wir halt, dass die Rasur halt nicht ganz so sauber ist. So, hier unten ist ein bisschen gerötet. Naja, aber das Fell muss runter. So, ich mache mal den Radau. Ich lasse mir im Wasser einlaufen in meine Spülbecken und dann geht es gleich weiter. Na, schönes Ding, kurzer, knackiger Griff. Ist auch nicht allzu lang. Gut, so, dann wollen wir mal anfangen. Wie ich immer auch beim Pinsel zu sagen pflege. Ups, was da? Lieber zu viel Wasser, lieber zu wenig Wasser als zu viel. So, wer jetzt schon das eine oder andere mal zugeguckt hat, der wird merken, dass ich der Gesichtsschleimer bin. Der Schaum ist jetzt hier noch relativ
dick auf der Wange. Da können wir so nicht viel mit anfangen. Deswegen holen wir uns jetzt noch mal ein bisschen Wasser. Na, schon besser. Noch mal Wasser. Nachholen. So, das soll uns soweit reichen. Also mir zumindest. So, wer Lust auf so ein Tierchen hat, der muss ja nicht traurig sein. Also die gibt es zumindest in Deutschland. Zwar nicht von Eversharp bzw. von Schick zu kaufen, aber ich habe letztens gesehen, die gibt es im Endeffekt genau so wie hier der Eversharp bzw. in der einfachen Schickbauform. Gibt es die noch im Veterinärbedarf, also um Hunde zu rasieren. Also die werden ja auch mal irgendwann mal operiert. Da gibt es auch Klingen relativ günstig, 20 Stück für irgendwas um 7, 8 Euro. Wenn man Google sucht, wenn man per Google sucht, findet man die Dinger auch. Ich sag mal so, ich weiß nicht, was von den Klingen zu halten ist, wie toll, scharf und gut die sind. Ich denke mal, sauber werden sie auf jeden Fall sein, desinfektionsmäßig und so. Gut, Klingenqualität kann ich jetzt nichts zu sagen, aber ich sag mal, die Rasierer hat man zumindest einen Klingenhalter. Ich kann mal gucken, dass ich den Link unten drunter packe. Ansonsten einfach mal auf Flohmärkten, Antikmärkten, eBay Ausschau halten. Also wie gesagt, Eversharp hat die Dinger hergestellt, Schick und noch diverse andere. Also, so schönes Ding. So, jetzt sind wir beim Hobeln oder Rasieren. Hobel ist das ja nicht, das ist ja einer der ersten Systemrasierer. Fangen wir mal an, ersten Durchgang mit dem Strich. So, das war der erste Durchgang. Also man hört den Rasierer. Also er gibt dieses typische Kratzgeräusch von sich. Er ist nicht unangenehm, er ist nicht hakelig, bissig, ähnliches. Also er lässt sich im Endeffekt gut mit dem Rasierer, mit einem geschlossenen Kamm und einer relativ gutmütigen Klinge vergleichen. Ich habe jetzt leider keine anderen Klingen zum Vergleich. Ich kann nur von den Schick-Klingen jetzt berichten, die dabei sind. Also die ich jetzt dazu habe. Im Hydro Magic Magazin sind zwar noch Klingen, aber das sind gebrauchte. Und da gehe ich nicht drin. Das tut man sich nicht mehr ins Gesicht. Ich habe nur da welche von aufgehoben, weil die vergoldet sind. Sieht halt schön aus, aber... halt nur eine Chance haben. Treffen das Waschbecken. So, soll jetzt auch erstmal reichen. So, zweiter Durchgang gegen den Strich und zwar, jetzt hört man noch deutlich lauter. Oh, da sieht man jetzt auch schon mal ordentlich Abtrag. Also es ist deutlich mehr, das verschwindet nur alles in diesem Schaum, in der Schaumkante.
eine kleine Ecken. Naja. So, jetzt sind wir hier noch ein bisschen stehen. Da rechts und links könnten wir auch noch mal. Hier noch ein bisschen. Na, am Kehlkopf. Das sparen wir uns heute noch. So. Gut. Soweit so gut. Also, ja. Das war jetzt die zweite Rasur mit dem Rasierer und auch mit der Klinge. Die erste Rasur empfand ich persönlich als besser, weil ja, hier unten doch einiges an kleinen Kratzern ist. Aufgerissene Pickelchen oder naja, kleine Dinge. Ja, wie gesagt, die erste Rasur war damit ein wenig besser. So, ich lasse mir das Wasser raus, wasche mir mal in das Gesicht und dann geht's gleich weiter. Nach ein wenig kaltem Wasser sieht schon anders aus. Nicht mehr, ja, hier unten sind halt ein paar Irritationen, die sind auf. Kleine Pickelchen da auch. Also wie gesagt, die letzte Rasur empfand ich als besser mit dem Eversharp. Das ist jetzt leider nicht so der Fall. Ich weiß nicht, ob ich die Klinge jetzt vielleicht hätte noch ein bisschen verstellen können. Den kann man hier unten aufmachen. So, dann ist die Klinge da drin frei. Die hängt dann nur noch auf zwei Pinne. Ich gehe mal davon aus, es ist dafür da, um zu reinigen. So, jetzt kann man allerdings auch die Klinge etwas nach vorne schieben und etwas nach hinten. Also die Pinne. Na, man kann die Klinge schief reinmachen. Sagen wir mal so. Ich möchte jetzt mal vielleicht nicht ausschließen, dass ich die Klinge gerade vielleicht nicht sauber drin hatte. Jetzt sieht es schön aus. Naja, wie auch immer. Das dazu. Der kommt bestimmt nochmal zum Einsatz. Ich habe auch noch einen Schick, einen echten, also was heißt einen echten, also einen Schick Injektorrasierer. Der kommt auch nochmal dran die Tage. Ja, gut, also, ja, Seife, schaumig, cremig, na, riecht noch minimal nach, aber ich meine, wie bei fast jeder Rasierseife, zumindest die, die ich bisher hatte, riecht sie nicht mehr stark nach, also Aftershave. Sollte man dann schon noch drauf packen, wenn man halt duften möchte. So, kommen wir jetzt zum Stein der Weisen. Guck mal, was Ambach ist. Also hier unten die, ich sag jetzt mal, alten Irritationen, merke ich gar nicht. Hier oben ist ein bisschen. Und da. Ich meine, es gibt Rubel. Da hätte ich mir ein bisschen mehr Mühe geben können, aber naja, ich will schlafen. Ich habe noch 2 Tage Arbeit vor mir, von daher muss jetzt nicht perfekt aussehen. Das heißt, ich möchte schlafen. Muss jetzt nicht perfekt aussehen. Ne? Gut. Jetzt noch die Präsentation des, also Präsentation sage ich schon, die Premiere des Prince Aftershave Balm. Also, ich sag mal, einfach, schlicht, eckig, quadratisch, praktisch, gut, könnte man jetzt auch sagen. So schlicht sieht die nicht aus. Riechen tut es auch ganz gut. Das Classic Aftershave vom Prinz soll in der Duftnote Richtung Aramis gehen.
Aufdruck ist verspricht. Alkoholfrei. Boah, es duftet. Also ich finde es gut. Alkoholfrei, es brennt nicht, man merkt gar nichts. Also gut, eine gewisse Erfrischung. Ist klar, also es soll ein Pflegeprodukt sein und bleiben. So, ja, Rasierer, Aftershave, hat man schon genug zu. Der schöne Plisson-Pinsel, ist halt ein etwas älteres Modell. Und der zaubert einen Schaum daraus. Das gibt's gar nicht, also. Schöner, dichter Schaum und sag mal, der steht da jetzt auch schon 3-4 Minuten oder 5 Minuten alleine rum. Also, geil. Gut eingeschränkt zu empfehlen bisher. Ja, das war es soweit von mir. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Ich hatte welchen, auch wenn es, naja, heute mal nicht ganz so prickelnd war. Ich hätte wohl vorher wirklich die Klinge vernünftig kontrollieren sollen, beziehungsweise mal gucken, in welche Richtung die vielleicht besser läuft. Sie sah gerade aus, naja, ist halt so, ist jetzt so gelaufen, Pech gehabt. Gut, an sich, gute Rasur. Ich würde mich jetzt über einen Daumen nach oben freuen oder, naja, nach unten nicht. Da freue ich mich auf keinen Fall drüber. Wie dem auch sei. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Ansonsten könnt ihr mich unten auch noch abonnieren. Dann bekommt ihr jedes Mal Bescheid, sobald ein neues Video online geht. Und könnt mich dann anschauen. Gut, das war's von mir.